Ja, moin Leute, heute geht's weiter bei mir. Wir haben es den 20. April und jetzt hier sind wir in der Gerste-Sorte Jule nach Sorghum-Direktsaat. Düngung ist hier soweit fertig. Jetzt haben wir hier 135 Kilo drauf, das ist so das Maximum. Ein Kilo unter DBE, weil wir hier im roten Gebiet liegen. Und hier sind wir jetzt auf einem Düngerversuch, den ich angelegt habe. Dieser Streifen hier, das ist nur Gülle und der Rest hier, das ist ja mit 80 Kilo N-Ammonium über SSA, also 400 Kilo SSA Kultan gesät mit der Drille. Habe ich auf 6 cm gesät und auf 8 cm gesät, also ein paar Versuche hier angelegt und ja, man sieht also die. Ein bisschen hat dieser Kultaneffekt doch seinen Zweck erfüllt. Genau, wie gesagt, zum Bestand. Also der ist jetzt, ja, also wir haben schon eine ganze Menge hier drauf. Dafür, dass sie eigentlich relativ, ja, bemessen im Winter aussah, hat sie sich sehr gut gezogen. Sehr gesund, hat auch relativ wenig Frostschäden. Und ja, sieht im Ganzen eigentlich auch sehr gesund aus. Genau. Was gibt es hier zu sagen? Jetzt in Kürze machen wir einen Wachstumsregler. Wir haben jetzt im Frühjahr einmal mit dem Herbizid hier durch und ja, dann einmal einen Wachstumsregler und dann denke ich, machen wir noch was gegen Ährenknicken und dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Je nachdem, wie das Wetter jetzt wird, aber es wird ja wärmer, soll ja wärmer werden. Genau. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, also die Jule, die sieht wirklich top aus. Ist ein super schöner Bestand. Und ja, gleich werdet ihr ein bisschen anderen Bestand sehen. Da war gerade die Kammerberatung da und ja, da geht's jetzt weiter. So, weiter geht's. Die einst beste Gerste hat sich zur schlechtesten entwickelt. Dies ist jetzt die Paradies. Und ja. Ist eigentlich tipptopp durch den Winter gekommen. Ich habe es ja schon in den anderen Videos gesehen. Und jetzt steht sie. Und ja, keiner weiß, warum sie steht. Hier ist die gleiche Düngemenge drauf wie bei der Jule, auch in dem gleichen System. Auch wieder 80 N, nee, hier sind nur 60 N über SSA drauf gekommen. Und auch 25 Kubik Gülle. Phase, also irgendwo auch 115 N ungefähr plus N min und ja, gucken wir uns das mal an. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wie gesagt, der Kammerberater war gerade da, hat Verzwergungsproben mitgenommen. Wir werden den kommenden Montag Blattanalysen wegschicken. Wir haben hier im Gegensatz zu der Jule durchaus auch mehr Frostschäden an den Blättern, also Kälteschäden. Kann aber eigentlich nicht der Grund dafür sein. Also irgendwas ist hier im Argen. Wir haben keine Verdichtung hier unten drin. Vorfrucht waren Bohnen hier. Also ich weiß es nicht. Das ist ganz seltsam aktuell. Ich bin mal gespannt, was bei den Pflanzenproben rauskommt. Die schicken wir zu Nova Crop Control und da werden wir dann sehen, ob hier irgendwo was im Argen ist. Ich habe jetzt leider keinen Spaten. Ich bin auch gerade ein bisschen nicht so ganz agil mit der Hand. Leider kann ich hier nicht buddeln. Wir haben eine verhältnismäßig passende Wurzel hier drunter. Also wir haben Feinwurzeln bis auf Spatentiefe. Von daher geht es. Erdbehang ist auch gut und es riecht auch nach Zucker. Von daher alles eigentlich tipptopp. Ich will mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen AHL drauf kriegen. 20 Kilo habe ich noch, die ich hier fahren darf, was die Düngebedarfsermittlung mir ausgerechnet hat. Und ich habe es eben noch mal gerade nachgeguckt, dass wir hier vielleicht noch mal mit einem AHL so einen kleinen Schlatz drauf geben. Vielleicht ist ja genau das gerade der Boost, den sie braucht.
Mal schauen, also werde ich auch ein bisschen abhängig davon machen, was mir nächste Woche dann die Blattanalysen geben. Ja, ansonsten, wie gesagt, also ich, diese hier, die ist gerade sehr enttäuschend. Die anderen Gerstenflächen sehen alle deutlich besser aus. Die Quadriga, die, wie hieß die andere denn nochmal? Die, ja, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, muss ich nachgucken. Sehen deutlich besser aus. Und dieses hier, das ist wirklich schon, also ihr seht es ja hier am Schuh, ne? Das ist, da sitzt nicht viel drauf, im Gegensatz zu der Jule. Hier werden wir auch keinen Wachstumsstopper reinsetzen, also hier wird kein Wachstumsregler reinkommen. Das ist, glaube ich, noch mehr Quälerei. Da müssen wir mal schauen, wie es so aussieht. Ja, dies wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich werde auch noch mal bei der DSV anrufen, ob die mal hier vorbeikommen und sich das angucken können, weil ja, ich weiß es nicht. Also auch die Farbe, also ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Farbe ist eigentlich in Ordnung, bis auf diese gelben Spitzen, die hier ja rausgucken von den Frostschäden oder von den Kälteschäden. Ist auch die ganze Farbe ist eigentlich, es ist alles noch sehr vital, ne? Und es ist alles grün, aber es ist einfach stehen geblieben seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen. Und das ist ganz seltsam. Also das ist, ich weiß es noch nicht, was hier so richtig, wo hier der Knackpunkt ist. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, auf jeden Fall so viel zu der Paradies. So, neue Akkuladung, neuer Tag. Weiter geht's in der Zwischenfrucht. Ja, hier die winterharte Zwischenfrucht, beziehungsweise das, was noch von über ist. Eigentlich fast nur die Rübsen und Unkraut. Ja, hier haben wir jetzt vor 3 Tagen abgespritzt. Ich denke, dass wir Anfang nächster Woche mit dem Stripper hier durchfahren, dann auch relativ zeitnah den Mais hier reinkriegen. Ich habe mein Bodenthermometer genommen und habe das mal hier reingepackt. Wie ihr seht, wir sind irgendwo bei, ja, so muss man es halten, 7 Grad Bodentemperatur. Das heißt, ja, wir sind noch relativ kalt. Von daher, wenn es jetzt ein bisschen wärmer werden sollte, wird es wahrscheinlich funktionieren, wenn wir Anfang nächste Woche planen. Generell eigentlich dieses Trippen, also ich will es eigentlich nicht unter 10 Grad Bodentemperatur machen. Ist halt so die Krux, also wie gesagt, es ist noch relativ kalt, gerade bei uns hier. Ja, mal schauen. Genau. Warum abgespritzt? Also ich habe hier einmal vor ein paar Tagen die Rübse mit der Crimpwalze bearbeitet, dass die Blüten kaputt gehen, so dass wir hier spritzen können, ohne dass die Bienen, die sich in der Blüte befinden, irgendwie was vom Mittelchen abkriegen. Und ja, wie ihr seht, also es blüht auch nichts. Und warum Glypho? Wir haben, wie man es hier sieht, sehr starke Probleme mit dem Hundskerbel. Und ich hatte mit dem Pflanzenschutzberater gesprochen, der sagte, nimm Glypho, mach es sicher. Ich hatte eigentlich gedacht, wir strippen und fahren dann mit einem selektiven Maisherbizid hier durch. Aber weil hier doch, wie gesagt, also es steht stellenweise, man sieht es hier, dieses ganze grüne Zeugs hier. Das ist alles Hundskerbel. Der steht hier schon extrem drin. Deswegen haben wir jetzt das nicht selektive Totalherbizid genommen. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, wir werden hier jetzt strippen. Dann legen wir hier 40 Kubik Schweinegülle drunter oder Sauengülle. Das sind ja irgendwo 80 N. Und ja, ich weiß gar nicht, N müsste ich nochmal nachgucken. Dann sind wir irgendwo bei, ja, ich tippe mal so 100 Kilo N. Und ich habe den Low-Input-Mais von Farm Green, der kommt hier hin. Nach diesem Low-Input-Konzept, den werde ich noch mit Nutrified nachbeizen. Also, ja, mit Nutrified. Und dann soll der eigentlich mit dieser Nährstoffbeize und mit der Gülle im Strip hoffentlich klarkommen. Wir haben hier noch ein bisschen Leguminosenanteil, war hier auch drin.
In der Zwischenfrucht. Ja, mal schauen, wie es wird. Also das Slow-Input-Konzept, das soll ja wirklich mit sehr wenig Gülle auskommen. Auf einer anderen Fläche, da mache ich ganz normal den, da haben wir einen Farm-Saat-Mais und den Farm-Rock. Und da werden wir auch 40 Kubik Gülle drunter setzen. Da werde ich aber auch noch einen Stickstoff- und Spurnährstoff-Dünger-Gemix drunter setzen. Also irgendwie so ein SSA mit Excello oder sowas. Vielleicht noch ein bisschen Kali damit bei. Und hier will ich es wirklich gezielt probieren. Ob man ohne mineralischen Stickstoff einen halbwegs vernünftigen Mais etablieren kann, dass man es nur mit Gülle macht und nur mit der Nährstoffbeize. Und dieses Low-Input-Konzept ist da eigentlich ja drauf ausgelegt und ich bin mal gespannt, was es wird. Das wird alles Silomais für eine Biogasanlage. Von daher kriege ich die Flächen auch einzeln und vernünftig gewogen, so dass ich dann ja auch eine Entscheidung oder eine auswertbare Zahl habe, wie es zum Schluss geworden ist. Warum mache ich das nicht in Direktsaat? Ich habe immer wieder Probleme. Also die Schwierigkeit bei Mais in der Direktsaat ist die Bodenerwärmung. Und ihr habt es ja eben gesehen, wir sind bei 7 Grad Bodentemperatur. Bis ich hier eine halbwegs vernünftige Bodentemperatur drin habe, wenn es so mit dem Wetter weitergeht, dann bin ich irgendwo, boah, ich weiß nicht, dann bin ich auf jeden Fall 2, 3 Wochen noch weiter und dann wird es auch langsam zu spät. Gerade bei diesen kleinen, niedrigen Temperaturen gewinnt das Unkraut immer wieder den Kampf gegen den Mais und das kostet Ertrag. Gerade bei Silomais ist eigentlich ja die Tonne pro Hektar das Interessante und da ist mit der Strip-Variante bin ich da eigentlich immer besser gefahren. Wir haben letztes Jahr mit der Strip-Variante 56 Tonnen geerntet hier bei uns auf dem ja doch sandigen Standorten und das ist schon ein ganz vernünftiger Ertrag. Da kann ich wohl mit arbeiten und wenn wir denn an dem Punkt sind, dass wir ja vielleicht sogar ohne den mineralischen Stickstoff klarkommen könnten, Phosphor sowieso nicht, also der brauche ich hier nicht bei, wenn ich hier ein SSA drunter lege, Schwefel und Stickstoff, dann bin ich eigentlich so weit, dass ich ja auch die Phosphorverfügbarkeit halbwegs hinkriege. Genau, so viel dazu. Ansonsten, ja, es ist abgetötet, wir strippen hier. Dann werden wir nach dem Strippen den ganzen kleinen Radatsch hier noch einmal nachwalzen. Auch eine Erfahrung aus letztem Jahr. Die Strip-Variante hat das Problem, dass die nicht so viel Druck auf die Legeaggregate kriegen können und mir dann quasi das Maiskorn nicht fest genug legen, sodass sie, ja, diese schwarzen komischen Vögel, die immer so komisch schreien, eine ziemlich einfache Arbeit haben, die da wieder rauszunehmen. Also wir haben letztes Jahr 6,5 Hektar dreimal gelegt, sind beim dritten Legen dann aufgehört, weil der Lohnunternehmer mich angerufen hatte und gesagt hat, du, die Krähen, die laufen mir direkt hinter Maisleger her, das hat so keinen Zweck. Ja, deswegen walzen wir den ganzen Kladradatsch noch einmal nach. Ist denn vielleicht auch, wenn wir hier so Rübsen haben, vielleicht nicht gerade so die schlechteste Idee. Jo, und dann nochmal gucken, ob man mit dem Herbizid nochmal hinterher muss später. Das wird sich dann zeigen. Ich denke schon, dass wir hier allein dadurch, dass wir nicht so eine optimale Bodenbedeckung haben oder so eine schöne Mulchschicht oben drauf haben, nochmal nacharbeiten müssen. Genau, so viel dazu. Jetzt noch kurz zum Raps und dann war es das. Okay, here we go. So, jetzt sind wir hier im Raps. Das ist die Direktsaatfläche am Wald hier, wo ja, der Weißklee stand und wo ich dann so reingeschlitzt habe und boah, man sieht's. Also der Weißklee, der holt sich sein Leben zurück und auch der Raps sieht, also ja, wie gesagt, ich kenne da nicht viel von, noch nicht wieder, aber sieht meines Erachtens sehr gut aus. Wir haben bis jetzt gemacht hier, ja, einmal das Glyphosat vor der Saat und dann habe ich hier
100 Kilo N draufgefahren und einmal Elementarschwefel. Und das war's. Also mehr hat er jetzt noch nicht gesehen. Wir haben jetzt keine Insektizidbehandlung machen müssen. Wir haben auch jetzt, hier sitzt zwar jetzt einer drin, aber oder zwei, drei, also ein paar sind da, aber ich glaube, das macht keinen Schaden. Also hier sind eigentlich, ich war gestern Abend schon einmal hier drin, hier ist so viel Bienenaktivität drin, also hier werde ich auf keinen Fall mit einem Insektizid durchfahren. Das mag ich den Bienen nicht antun. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, das sieht mir eigentlich relativ gut aus, was hier jetzt so passiert ist. Das Einzige, was ist, ich habe viele Pflanzen, so wie hier, die diesen Bogen machen. Ich denke, das liegt an der Kälte. Aber wenn es jetzt wärmer wird, dann wird das wahrscheinlich hinkommen. Also, das sind jetzt ja auch die meisten Blütenstöcke sind ja, sie kommen langsam. Also von daher, bin da noch relativ optimistisch, dass es noch halbwegs vernünftig wird hier. Ansonsten sieht das eigentlich relativ gut aus. Also ich bin begeistert für diesen, ja, wenigen Aufwand, den ich hier eigentlich jetzt betrieben habe. Wie gesagt, wir haben nichts gemacht, kein Wachstumsregler, kein Insektizid bis jetzt noch nicht. Der ist wirklich nur einmal vor der Saat gespritzt und ja, dann quasi habe ich ihn wachsen lassen. Auch im Herbst hat er keine Düngung gekriegt, außer das, was vielleicht der abgetötete Klee freigesetzt hat. Und ansonsten sieht das eigentlich, also ja, mal gucken. Also bin eigentlich relativ begeistert. Der andere auf der anderen Fläche mit der Begleitkultur, der sieht sogar noch einen Ticken besser aus. Alleine da schon, da ich den doppelten Reihenabstand hier habe, sieht der ein bisschen gleichmäßiger aus. Dieser ist doch ein bisschen so leicht unterschiedlich, ist er doch. Aber gut, das soll sich wohl irgendwie verwachsen, denke ich mal. Ja, ich werde hier noch auch eine Blattanalyse machen, ob dem tatsächlich noch irgendwas fehlt. Aber ich glaube, weiß ich nicht, einfach nur um es zu wissen. Ich habe die Probesäckchen da von Nova und ob ich hier noch was machen und ob wir hier überhaupt eine Vollblütebehandlung machen, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich zeigen. Wie gesagt, also ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, was ihr dazu sagt. Also ich bin da sehr begeistert von, dass der so einfach, so gut funktioniert hat. So, und jetzt muss ich meine Zeit wieder voll haben. Ich denke, in Kürze wird es dann weitergehen. Die Bohnen gucken langsam raus. Der Weizen mit dem Glühfreiversuch, da wollte ich dann demnächst mal hin, wenn ich wieder Auto fahren kann und soll und darf. Und der Roggen sieht bombig aus. Ja, also bleibt spannend. Ich schicke noch ein paar Fotos oder mach das nächste Video dann demnächst auch. Bis dann, reingehauen.